In diesem Video geht es um den Erfolg, die Trophäe U Alter Drache. Hier geht es darum, das Herz des Aschennebels zu erhalten. Wenn du auf Inventar gehst und dann auf Schlüsselobjekte, dann findest du es hier. So schaut es aus. Und dieser Schlüsselgegenstand ermöglicht es dir, in Erinnerungen einzudringen. Das sind die Bäume im Wald der gefallenen Riesen, die dir bestimmt aufgefallen sind. Da sind genau 3 Stück. Falls du die Location der Bäume haben möchtest, schau dir dieses Video an. Es befindet sich in der Videobeschreibung und ist angepinnt im Kommentar. Bereich. Außerdem bekommst du auch noch den Erfolg, die Trophäe Festungswächter. Hier geht es darum, den Hauptmann Drummond in der ersten Erinnerung zu treffen und mit ihm zu reden. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann schau dir dieses Video an. Wir gehen jetzt zu dem Drachenschrein. Hier gibt es nur ein Knochenfeuer und holen uns jetzt mal den Schlüsselgegenstand. Gehe ich hier raus. Das Herz des Aschennebels bekommst du hier von einem Drachen. Gehe ich hier einfach hoch. Du kannst hier natürlich auch den Riesen bekämpfen. Dann geht es hier weiter an diesem Riesen vorbei. Und hier nach rechts. Dann geht es hier hoch. Und nach links. Die Riesen kannst du auch sehr schön mit dem Bogen abschießen. Falls du mit ihnen Probleme hast, dann gehst du hier durch die Tür. Und dann durch diese, hier die Stufen hoch und hier begegnet dir ein etwas stärkerer Gegner, den musst du erledigen und danach geht es hier weiter. Dann gehst du hier durch diesen Eingang und da siehst du schon den Drachen. Wenn du mit ihm geredet hast, dann bekommst du das Herz des Aschennebels. Schau dich am Kanal um, wir machen Platin Guides und 100% zu allen Souls Spielen, produzieren mehr als 1000 Videos zu Elden Ring und du findest zu jedem Resident Evil Spiel ein Platin Guide.